Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Donnerstag, dem 15. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 901 und heute habe ich die folgenden Themen. Apple Podcasts, Apple Music, Sony TV, 51 Sekunden und unbegrenzter Speicher. Ich beginne gleich mit Apple Podcasts, aber nicht verzweifeln, es ist auf der Alexa, auf Amazons Sprachassistent. Denn da könnt ihr in Zukunft Podcasts aus dem Apple Podcasts App oder Verzeichnis besser gesagt abspielen. Das Ganze funktioniert mit verschiedenen Befehlen, die haben wir im Beitrag, der verlinkt ist, zusammengetragen auf daily.geektalk.ch und oder in den Shownotes eures vertrauten Podcatchers zu finden. Dann gibt's Nachmeldungen zum HomePod, denn die neue Kugel von Apple kann zukünftig auch mit Apple Music wecken. Die Möglichkeit wird anscheinend softwareseitig nachgereicht. Ich bin gespannt auf die runde Kugel. Wir haben gestern in der Geek Talk News Folge darüber gesprochen. Folge kommt übermorgen wahrscheinlich online, denn heute schaffe ich es einfach nicht mehr. Wir hatten ein bisschen Ton Troubles und das bis jetzt bearbeiten ging einfach ein bisschen viel zu lange. Weiter geht's mit Sony TVs, also Fernseher aus dem Hause Sony, bekommen jetzt endlich die versprochenen Aufschaltungen von Apple Home oder besser gesagt HomeKit und AirPlay 2. Welche sind das? Gewisse ausgewählte 2018er Modelle, die meisten 2019er und die meisten 2000er Modelle sollen dieses Update bekommen. Somit kann man dann den Fernseher als Schaltzentrale für das smarte Home, HomeKit nutzen, aber eben auch via AirPlay die ganzen Inhalte von eurem iPhone und iPad auf den großen Schirm streamen. Wer ihn verpasst hat, das Apple-Event, mittlerweile ist es online, das 51-sekündige Video, das den ganzen Event zusammenfasst. Und zu guter Letzt wird es ein bisschen teurer, und zwar doppelt so teuer. Google hat ja den Workspace aufgerufen, was die G Suite ablöst. Da machen sie aktuell gerade einige Kunden nicht glücklich. Je nach Version verlangt da Google deutlich mehr fürs Geld. Und zusätzlich ist so, dass der vormals unbegrenzte Speicher plötzlich nicht mehr unbegrenzt ist. 1 Tera oder je nachdem, wie viele Personen da mitwirken, bis zu 5 Tera kann man rausholen. Muss dann aber, wie gesagt, das Doppelte an Geld reinwerfen, was man bis jetzt schon getan hat. Das war's mit den Neuigkeiten zum heutigen 15. Oktober. Morgen kann ich euch nicht garantieren, dass eine Folge kommt, aber ja, lasst euch überraschen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.